der Runde 6 ist Österreich und der Vizeweltmeister Deutschland. Heinz Rummenigge, der Kapitän der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Herr Rummenigge, was sagen Sie jetzt zu diesem Spiel? Ich glaube, es war so ein schönes Spiel, auch wenn es torlos geendet ist. Es nützt beiden, es ist noch nichts entschieden. Müssen wir halt schauen, wie wir jetzt in Deutschland spielen. Ich glaube, eine Frage wird oft gestellt werden. Was war mit der Entscheidung nach Ihrem Kopfballtreffer? Es hat nicht nach Abseits ausgesehen, wie wir es in der Wiederholung gesehen haben. Ja, ich weiß es selber nicht. Ich meine, ich habe auf den Linienrichter nicht geschaut, den Schiedsrichter geschaut, der hat zuerst zur Tormitte gezeigt. Und meiner Meinung nach war es einwandfrei, hat mir auch der Verteidiger, der Bernd Kraus, bestätigt. Ich bin hinter beiden, hinter Bruno Petzai und hinter ihm reingekommen. Und ich weiß nicht, weshalb da Offside gepfiffen worden ist. Sie haben gesagt, es war also ein interessantes, ein großes Spiel. Österreich war zweifellos jener Gegner, den Sie erwartet haben, und man hat sich nicht täuschen lassen dürfen nach dem Spiel gegen die Türkei. Sicherlich, nein, es war das erwartet auch, muss ich sagen, gutes Spiel. Ich glaube, dieses Spiel hat sehr viel, was in Gijón vielleicht von beiden Seiten falsch gemacht worden ist, wieder richtig gestellt. Auch wie gesagt, wenn es torlos war, glaube ich, war es ein großes Spiel, ein gutes Spiel. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es in Deutschland genauso ist. Vielleicht haben wir da mehr Glück und gewinnen dann. Ich muss den Karl-Heinz Rummenigge bitten, noch etwas sitzen zu bleiben, denn die Kollegen von der ARD kommen auch noch. Hans Krankl, Comeback im Team. Ein Krankl mit einem Kampfgeist, wie man ihn lange nicht gesehen hat. Sie haben sich unheimlich bemüht, Sie wollten unbedingt einfach das Tor erzielen. Das Spiel selbst war, glaube ich, diese erwartete harte Konfrontation. Ja, ich kann mich dem Wort nur anschließen von Rummenigge. Ich glaube, es war ein sehr gutes Spiel, obwohl es torlos war mit Torchancen. Aber ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass wir heute gewinnen hätten müssen aufgrund der mehr Chancen, die für uns vorhanden waren. Wir hätten uns, glaube ich, auch den Sieg verdient. Das große Duell auch vergangener Spiele, Karl-Heinz Förster gegen Hans Krankl. Ein Duell, das Karl-Heinz Förster, wenn man es nur von der Torausbeute hernimmt, wieder gewonnen hat. Nein, meiner Meinung nach überhaupt nicht heute. Denn heute war es zumindest unentschieden, wenn nicht mehr. Aber das ist nicht meine Sache, das zu kritisieren. Nein, das ist sicher Sache der Kritiker. Aber ich habe heute sicher viel, viel besser ausgeschaut wie in den anderen. Ich glaube, Sie haben sich auf alle Fälle zurückgespielt, sozusagen in die Herzen jener, die Krankl aus dem Team gesagt haben. Ja, ich brauche mich nicht in die Herzen dieser Spieler, die mich aus dem Team gesagt haben. Ich wollte für Österreich eine Leistung bieten über 90 Minuten, meine beste, die ich kann. Und das habe ich probiert. Eine ganz große Torschance gab es, gell? Ja, es war ein Strangelpass von Schachner. Ich war vor Förster am Ball und der Ball ging um Zentimeter neben dem Pfosten. Auch Schumacher hätte ihn nicht mehr gehalten. Es war sehr viel Pech dabei. Danke, Hans Krankl. Holger Obermann, jetzt sind Sie dran. Ja, wir kommen uns eben hier ins Studio. Ich habe dabei Bundestrainer Jupp Derwall. Ich glaube, Derwall, heute kann man sagen, Sie haben diesen einen Punkt gewonnen. Denn Österreich war unerwartet stark. Ihre Mannschaft war nicht schlecht, aber Österreich hatte in der zweiten Hälfte eine ganze Menge von Torchancen gehabt. Ihr Urteil über dieses Spiel? Ja, die Österreicher haben großartig gespielt und es war ein Bombenspiel, würde ich sagen, auf beiden Seiten. Und das Resultat ist auch sicher korrekt. Nur muss man wissen, wir haben auswärts einen Punkt gewonnen und haben jetzt 4 Heimspiele zu Hause. Deshalb können wir zufrieden sein. Herr Derwall, man hat ja ein bisschen gehofft, dass das Mittelfeld eine ähnlich gute Leistung bringt wie vor ein paar Tagen gegen die Türkei. In der ersten Hälfte waren Ansätze da. Sie haben später Müller herausgenommen. Hat das Mittelfeld heute für Sie enttäuscht oder war das gegnerische Mittelfeld zu stark? Nein, keineswegs. Die Österreicher haben viel Druck gemacht in der ersten Halbzeit und erst recht in der zweiten Halbzeit. Und von daher hat unser Mittelfeld es natürlich sehr schwer gehabt. Und man muss natürlich auch wissen, dass wir innerhalb von 4 Tagen 2 Spiele gemacht haben. Und von daher sind wir mit der Punkteteilung zufrieden. Herr Derwall, ich glaube, auf dem Weg eben hier in den Presseraum hat Robert Seger die Frage gestellt an Karl-Heinz Rummenigge. Ich gebe sie mal weiter an den Bundestrainer Jupp Derwall. Wir haben eigentlich von außen alle ein einwandfreies Tor gesehen. Und auf Befragen des Schiedsrichters sagte er uns beiden eben, 2 deutsche Spieler seien im Abseits gestanden. Wir haben es nicht gesehen. Vielleicht haben es die Zuschauer zu Hause besser gesehen. Wie haben Sie es von der Bank gesehen? Ja, wir sehen natürlich sehr wenig. Ich habe nur die Reaktion unserer Spieler gesehen. Und für mich war Lidbarski vor Karl-Heinz Rummenigge. Und von daher hätte ich Tor gegeben. Ja, vielleicht können wir es nochmal hier sehen. Hier kommt also die Einspielung. Schönen Dank den österreichischen Kollegen. Vielleicht sollten wir alle nochmal aufpassen, wer wirklich abseits steht. Steht überhaupt keiner abseits. Ja, wenn dann in der Mitte, der Unbeteiligten deckt beiden. Allerdings den Raum völlig ab, hebt damit die Abstellung auf. Ja, so sieht es ja wieder anders aus. Ich meine, wenn dann jetzt hier auf keinen Fall der Torschütze. Nur der Österreicher steht hinten drin. Als freier Mann schon bei der Flanke. Man kann sich drüber streiten. Ja, Herr Bruno Petzai, Österreicher, spielt Eintracht Frankfurt. Ihre Meinung über das Spiel Ihrer Mannschaft? Ich weiß nicht, ob Sie schon hier ins Gespräch verwickelt wurden.
Zunächst mal Gratulation. Ich glaube, Sie haben in der zweiten Hälfte heute einen großartigen Fußball gespielt. Die Abwehr war stark, sie war zweikampfstark. Im Mittelfeld war die Österreicher Mannschaft läuferisch, brillant, sie hat Torchancen gehabt. Ja, ich glaube, dass beide Mannschaften ein sehr gutes Spiel gezeigt haben. Das hat man auch an den Reaktionen des Publikums gesehen. Wir hatten sehr viele Torchancen, wir haben überraschend sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Aber ich muss sagen, ein bisschen traurig sind wir schon, weil wir haben heute einen Punkt verloren. Robert Seger, sind Sie mir böse, wenn ich vielleicht meine Fragen vorziehe? Ja. Wir müssen in zwei Minuten zurückschalten nach Deutschland. Bitte. Sie haben noch ein bisschen mehr Zeit hier in Österreich. Karl-Heinz Rummenigge, Mannschaftskapitän, Frage an Sie nochmal. Unabhängig vom Tor, war es ein Tor, war es kein Tor? Waren Sie mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, auch gemessen ein bisschen an der Leistung vor ein paar Tagen in Izmir? Es ist so, wir haben uns vor dieser Reise vorgestellt, mindestens 3 Punkte zu holen. Das ist uns gelungen. Wir haben in der Türkei sehr gut gespielt. Ich glaube, wir haben heute nicht versagt. Wir haben gegen einen großartigen Gegner auch ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich hoffe, dass die Zuschauer in Deutschland zufrieden waren. Und jetzt liegt es an uns in Deutschland, eben noch die Qualifikation zu erreichen. Ja, Franz Beckenbauer, ich weiß nicht, ob Sie schon eingespannt wurden in unserer Abwesenheit. Ganz kurz Ihre Meinung über das Spiel allgemein und über die Leistung der deutschen Mannschaft. Sie haben sich neulich sehr, sehr lobend ausgesprochen über das Türkenspiel. Ja. Haben gesagt, in dieser Verfassung sehe ich einen Favoriten, gestern glaube ich in einem Fernsehinterview. Und der Favorit wird auch gewinnen, das ist Deutschland. Es ist nicicht so gekommen. Wir müssen froh sein, hier heute ein 0:0 erreicht zu haben. Sicher, das lag in erster Linie an den Österreichern, die sehr gut gespielt haben, sehr viel Druck gemacht haben, das schon im Mittelfeld teilweise angegriffen haben und auch die Spitzen anfangs etwas schwierig in der Abwehr hatten, haben sie ein bisschen zu sehr abseits gespielt, aber doch so nach 20 Minuten waren sie auch hinten eine Einheit und haben also der deutschen Mannschaft sehr viele Rätsel aufgegeben. Es war insgesamt ein gutes Spiel und ich glaube, das Unentschieden ist gerecht. Ja, wir müssen leider zurückgehen nach Deutschland, den österreichischen Gastgebern vielen Dank, dass wir uns hier einblenden durften und zurück nach München. Gut, wir machen sofort live weiter.